Guten Morgen. Es geht jetzt heute gibt's eine kleine Reportage. Und zwar um zwei spezielle Tage. Ich fahre jetzt auf Dagmaselle einen Bus fassen. Dann geht es weiter ins Glarnerland. Und dort geht es auf eine Grossbaustelle mit 8 Bussen, wo wir im Bergwerk hinauffahren. Aber dazu kommen wir später. Ich bin gleich in Dagmaselle und melde mich da wieder. Ich bin jetzt hier bei der Firma Bushandel in Dagmaselle angekommen. Und für das Abenteuer im Bergwerk. Ich glaube, die steht schon da. Ich muss mich noch im Büro melden und dann melde mich dann später wieder. So, der Bus ist gefasst. Im Moment noch leer. Das ist ein Renault, schöner, fast neuer. Und wir machen uns jetzt auf den Weg von Dagmaselle via Luzernzug ins Glarnerland. Bis später! Einmal um den Kanton Aargau habe ich jetzt geschafft. Jetzt gerade in die Bar, kommen wir nach Silbruck und jetzt geht es über den Hirzel in Richtung Rastedt-Glarnerland.
Mein Büssli. Das neue Gewändli. Ja, ein bisschen mehr begeistert. Helm noch früher. Letzter Beweis, ich bin auch noch dabei. Aber hey, der Helm. Oh, der Helm. So, alles klar. Der Helm ist gut. Das ist, wenn du durch die Schule Ski fahren kannst, wenn du da
Und in jeder schönen Schneefläche gibt es ein Schneeschwamm. Überall. Das ist hier. Ja, das ist hier. 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 Das ist aber jetzt genau hier in diesem Spickraum, das ist ja reingekommen. Ja, genau. Es ist wie Der Film für YouTube. Ihr wisst, das wird alles veröffentlicht. Ja. Für die, was ein Scheissdreck. Das ist der größte Buhlöhne seit. Für die, was interessiert, die Gleise, die ihr hier noch seht, da vorne. Die sind, glaube ich, aus den 60er Jahren. Das waren die Zürich-Tram. Es ist auch von der Belüftung her das Ganze. Und im Winkel ist es auch nicht. Die sind wohl noch offen, die Schleusen? Nein. Die gehen nicht mehr auf. Die gehen so auf, nur so herfahren, die geht auf. Dann kann man rein in die Schleuse, dann geht es hinten. Der Gas! It's magic! Ja, das ist gut. Das ist wieder. Sie, da hat es eine Zürich-Tram auf der
Und hat mit denen das ganze Material Man sieht viel da vorne. Und Bahn auf der Fahrt, man sieht die Grillfelder. Das ist eigentlich aus dem Ding, was ja, mit dem was los? Da ist der Abzweiger. Nicht geradeaus. Jetzt gehen wir geradeaus, ja. Also am Morgen müssen wir mit sämtlichen Leuten nach hinten bringen, gerade führen gehen. Dann im Rittenweg sehen wir, was dem Motor nicht abbringen. Jetzt fahren wir es raus, Steffen. Oder hat auch hier jetzt noch. Da geht das Loch ab. Wegweiser aufgehängt, dass er sieht, was dort durchgeht. Du, was bedeuten die verschiedenen Beleuchtungen hier rechts? Es ist ein gel, grün, etwas blau. Jawohl, hier haben wir also Ausweichnischen, dann Wasser und Telefon. Aha. Wenn wir ausweichen. Genau. Dann hat es auch noch da vorne, wo dann ein bisschen schauen, da sind sie mit den Hebebühnen am Arbeiten. Ja. Da vorne, ja. Nischen. Die sind jetzt im Moment gerade ein bisschen verstellt. Ja. Und hier bei diesen weißen Containern, das wäre jetzt ein Fluchtcontainer. Wenn es jetzt wirklich Rauch gibt im Tunnel, kann man da reingehen, die sind belüftet. Bis der Rauch kommt. Bis der Rauch kommt, ja. Also wenn man jetzt mal sieht, dass es Rauch hat, dann fährt man wieder mit dem Bus wieder rein. Wir haben hier vorne am Anfang mal eine Übung gemacht. Wir haben Nebel aufgestellt, das Auto reingestellt und mit dem Manitou geworfen. Es hat ausgesehen, wie eine Manitou zu Nischen ausgegangen wäre. Aber wir haben jetzt hier unsere Werkstatt eingerichtet für Seilbahnen aus. Das ist halt mit dem Doppelzug. Wir haben also ein bisschen Orientierung. Das ist ein Brandschutz hier. Das bleibt auf. Du musst ja sagen, ja, halt ja, was. Kannst einfach mal vorne fahren, mit dem Ohren. Bin ich am Ohren beim Fahren. Ja. Kannst du das auf die Straße reinmachen? Ja, wir können mal aussteigen und schauen, wo wir sind. Ja, so viel Zeit haben wir. Wo ist der Stadt, wo ist der Stuhl? Hier neben der Stapler herfahren. Gegen die grosse Rette. Ah, ja. Dann müssen wir das verladen. Nein, wir tun nicht mehr vollladen. Kannst du noch Schatten fahren? Vorne hätten wir noch können, in der Mutze durchfahren, in die Hütte durch. Aber dieser Weg ist schon wieder vorbei. Kann ich noch in den Schatten reinfahren? Ja, ja.